Hallo und herzlich willkommen mit Reisen und Universum. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Dead in the Desert. Und ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal für alle Leute, die gestern beim Livestream dabei waren. Und, naja, das verstehen können, wenn ich das sage. Ja, es war eigentlich ganz cool, auch wenn ich im Spiel nicht sonderlich gut weiterkam. Ich glaube, ich habe über 90 Minuten alleine, oder vielleicht waren es sogar 100 Minuten, die ich alleine an der einen Stelle da hing. Es war wirklich grausig, was da von mir abgeliefert wurde, obwohl es eigentlich ja nicht unbedingt meine Schuld war. Die Stelle war einfach der absolute Cancer. Also kann man nicht sagen, ich bin am Ende dann auch ein bisschen ins Englisch abgedriftet, auch wenn es jetzt nicht das beste Englisch war, weil viele der Zuschauer, zumindest die aktiven Zuschauer, haben dann halt nur Englisch geschrieben und haben halt kein Deutsch verstanden, von daher, naja, es hat mich auf jeden Fall gefreut, also es war auf jeden Fall insgesamt, mal abgesehen von meinem Fortschritt, ein erfolgreicher Stream. Ich glaube, hat über 70 Aufrufe, ich glaube 10 Daumen nach oben, hat auch einen Daumen nach unten, den ich gesehen habe, aber das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht gestört. Ich hatte auch einen Kommentar leider auf dem Video, den ich entfernen musste, also ja, Gruß an meinen Hater, ich hoffe, du hast Spaß und ich hoffe, wir haben jetzt auch Spaß und zwar mit dem Cactus Forest. Und da bin ich mal gespannt, ich weiß nicht mehr, was hier genau abging. Das sieht so aus, als ob da oben, nein, kein Secret. Ah, ich liebe diese Musik hier, oh nein. Das war knapp. Gut, wir haben nicht viel Schuss, also wir müssen ein bisschen Schuss sparen eigentlich sogar. Aber ich glaube, da wäre ich schlecht vorbeigekommen. Besonders da ich nicht weiß, was sonst noch so alles auf mich wartet. Besonders wenn hier ein Gegner langlaufen würde, beispielsweise unser Cactoid hier, dann würde ich den so gut wie gar nicht sehen. Also, naja, mal gucken, ob ich dazu komme, ordentlich hier was zu sparen. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. So, was war hier unten denn noch gleich? Wahrscheinlich noch mehr, jo. Ja, wir gucken einfach mal. Ich habe ja einen Speicherpunkt außerhalb. Der muss es wahrscheinlich notfalls reißen, wenn meine Schuss am Ende nicht reichen sollten. So, ein bisschen H2O. Es hätte auch in die Hose gehen können. Ist da kein Secret? Ich glaube, ich muss ich da lang? Interessant. Okay, ich glaube, ich kann immerhin mir den da sparen. Gerade irgendwie vor dem Toten da erschreckt. Ich guck einfach mal, was in dem Durchgang da ist. Obwohl, wenn ich schon mal hier bin, gucke ich das einfach mal. Ja, Schuss verschwenden sollte ich eigentlich nicht. Egal, passt schon irgendwie. Wir haben ja noch 11 Schuss, das ist mehr als genug, hoffe ich. Was haben wir hier? Ich frage mich halt gerade, was für Wege davon sind optional. Oh, Junge. Ich verstehe. Jo. Eventuell muss ich einfach speichern, um zu gucken, ob davon Wege optional sind. Weil 11 Schuss sind echt nicht so viel. Okay, hätte ich direkt durchgehen können, denn hier ist gar nichts. Okay, eventuell muss ich gleich speichern. Normalerweise wollte ich eigentlich versuchen, das ein oder andere Level so zu schaffen, aber wir haben echt wenig Schuss. Ja, mal gucken. Ich würde mir einfach gerade sagen, wir speichern hier. War hier nicht noch so ein großer? Genau. Ist da noch einer?
wenn ich jetzt sterbe, ich krieg einen Föhn. Na? Okay. Bin ich bereit, 4 Schuss da rein zu investieren? Es tut mir leid. Nein, das bin ich nicht. Also, sorry. Also, 4 Schuss nur für Punkte, wenn ich nur 11 Schuss habe. Okay. Kann ich da so hochspringen? Ich sollte vielleicht warten, bis es nicht mehr flackert. Ja. Okay. Hier ist Schuss. Oh Gott. Das ist echt super knapp bemessen von der Zeit her. Ja, ja, okay. Also da haben sie ein bisschen übertrieben, weil besonders die Großen sind ja so programmiert, dass sie super aggressiv sind. Wenn ich meine, man hat ja letztes Mal schon gesehen, wie viele Probleme man mit einem haben konnte, wenn da so wenig Platz ist. Meine Güte. Also die hätte man vielleicht ein bisschen anders programmieren sollen. Ich weiß, sie sollen schwieriger sein dadurch, aber so, sie geben mir halt echt wenig Platz. Ja, ich kann es halt irgendwie so probieren. Es wird trotzdem spaßig. Ich warte einfach mal gerade, bis sie alle relativ weit links sind. Das darf mir natürlich eigentlich nicht passieren. Ich glaube gerade gar nicht, dass ich an so einer Stelle so lange hänge. Boah, ich habe da echt wenig Zeit dazwischen. Okay, also an der Stelle muss ich tatsächlich laden, weil da habe ich schon wieder 3 Schuss investiert, ohne was davon zu haben. Die stehen halt schon. Wir probieren es einfach irgendwie. Ich gucke, dass sie weit genug hier links stehen und dann versuche ich mal, die zu erledigen. Ich muss ihn gerade ein bisschen näher zusammenkriegen. Nein, das ist das. Nein, 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 nein. Ja. Gott, wie penetrant die mir folgen. Das ist echt heftig. Geht mal ein bisschen weiter da nach links. Der ist doch eben auch weiter nach links gegangen. Schwierig. Wie soll das denn gehen? Ich meine, ich muss ja 5 Mal schießen. Ja gut, dann machen wir es halt so. Und dann machen wir... Ich wüsste jetzt echt nicht, wie ich das anders machen soll. Weil ich kann dann ja nicht schnell genug schießen. Wenn dieser Kleine da nicht noch auch wäre. Ich meine, ich habe da eine Millisekunde vielleicht Zeit, um zu schießen. Das ist hilfreich. Wow. Ich trotzdem nur so wenig Zeit dafür habe. Es ist ultra knapp bemessen. Der Kleine ist wenigstens ein bisschen langsam als der Große. Ja, Gott sei Dank.
Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, wie ich das da gerade gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Hat auf jeden Fall gefühlt 20 Jahre gedauert. Okay. Eieieiei. 16 Schuss sind immerhin besser als 11. Gut, das heißt, ich muss wahrscheinlich dann doch irgendwie erst da hinten in den Gang gehen. Wahrscheinlich. Hätte ich mir aber eigentlich auch denken können, das ist schon ewig her, dass ich die Level hier gespielt habe. Zuletzt auf meinem alten Kanal und das ist bestimmt schon 4 Jahre her. Hier bin ich noch gar nicht lang gelaufen, sehe ich gerade. War ich überhaupt schon da unten? Nö. Meine Güte. Ich bin einfach da direkt lang gelaufen. Ne, gucken uns mal gerade um. Aber erstmal gehe ich da oben durch. Ist da ein Gegner? Ich traue dem Spiel gerade nicht. Ich traue dem Spiel einfach gerade nicht. Okay. Ich hätte dem Spiel trauen sollen. Speichere ich schon. Ich denke, das Spiel würde mich verarschen oder Schlimmeres. Jetzt habe ich eigentlich genug Schuss, um mir die Punkte da zu holen. Also apropos verarschen, also ihr ahnt es wahrscheinlich schon, also zumindest einige ahnen es wahrscheinlich schon. Hallo? Nein? Hä? Das ist nicht so eine Plattform? Ich hoffe, ich muss hier auch hin. Kann es sein, dass dieser Schalter total optional war? Oh, genauso wie dieser Weg. Nee, das lade ich jetzt nicht. Das ist, das lade ich jetzt nicht. Das ist jetzt halt einfach so. Wir haben jetzt das halt einfach investiert. In den Bau von besseren Straßen oder so. Ich guck jetzt erstmal. Es ist traurig, dass ich gerade darauf angewiesen bin. Ich habe auch nicht in Erinnerung, dass die Schuss so recht knapp bemessen sind. Ich meine, es geht noch. Also, ich habe schon schlimmere Sachen erlebt. Das ist jetzt aber so eine Plattform. Nein, nein, auch nicht. Also, ich blamiere mich gerade damit, dass ich, naja. Aha. Kein Secret für ein Key, den wir auch benötigen. Okay. Gut. Wir speichern das einfach mal, weil ich Angst vor Türen habe. Zu Recht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein bisschen gerade übertreibe, aber 22... Okay. Das war random. Soll ich mir die Punkte da holen oder was? Holen wir uns halt die Punkte. Wenn du mir das damit sagen willst, Spiel, dann holen wir uns die Punkte. Aber was war das denn gerade? Woran? Hä? Wieso bin ich eben gerade gestorben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Dabei lief es, mal abgesehen davon, dass ich so lange für das Level brauche, dabei lief es eigentlich ganz gut. Naja, eigentlich. Okay, immerhin war es bis zu diesem Punkt ohne Tod, aber naja. Naja. Was soll man davon noch halten? Hadouken! Okay, da oben wären noch mehr Punkte und ich müsste Schuss investieren. Was machen wir nicht?
Weil der Mann von Shikari-Netzwerk braucht dann doch ein paar Schuss. Weil ich auch gelegentlich mal für Punkte welche investiere. Warum bin ich nicht einfach drüber gesprungen? So, das wäre geschafft und ich weiß immer noch nicht, was... Wahrscheinlich stand ich einen Millimeter beim Springen zu weit rechts. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Sudele. Hier können wir, glaube ich, noch nicht weiter. Aber dafür hier. Und ich würde mal sagen, da gehen wir jetzt auch noch rein. So viel Zeit muss noch sein. So. Ah, Corporate Pit. Das wird lustig. Oder? Verwechsel ich das Level gerade. Blind Jump. Aha, Blinded Jump. Wir alle lieben Blind Jumps. Das sieht nach einem Secret aus, ist offensichtlich aber keins. Da ist doch ein Gegner. Ich wette mit euch, da ist ein Gegner. Auf jeden Fall ist da ein Gegner. Der hat sich aber recht zügig wieder umgedreht. Können die mal aufhören, so mit so einem... Na okay, da springe ich jetzt nicht runter. Also da gehe ich normal runter. Die sind gar nicht so ohne. Vor allem sind da zwei. Und da flackert sogar die DOS-Box, weil das so ultra gefährlich war. Ich bin schon wieder falsch. Die Geschichte meines Lebens. Ich bin falsch. Dann holen wir uns die Punkte doch. Da ist auch kein Secret. Dann ist hier auch schon mal alles gesichert worden von uns. Und auch überprüft nach Secrets. Ich höre die Musik kaum, ehrlich gesagt, gerade in dem Level hier. Kann der mich irgendwie schubsen? Oder? Ja, ja, irgendwie... Oder nur beim Springen oder auch generell? Ah, generell, okay. ja, die Viecher, die sind gefährlich. Darüber müssen wir nicht reden. Die Viecher sind gefährlich. Und der Mann von Shikari-Netzwerk ist dumm. Auch eine nette Idee. Erinnert mich so ein bisschen an Chasm of Chills aus Keen 4. Ich glaube, es wird eigentlich Chasm ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auch ein bisschen wieder darauf, Mirror Menace von X-Wack Project zu sehen. Weil dazu hatte... Dr. Faustus ja eine ganz eigene Theorie, wo diese Theorie sich befindet und wo sie steht, das müsst ihr leider selbst herausfinden. Das werde ich euch jetzt nicht auch noch sagen, also ihr müsst schon finden, also ich möchte eigentlich gucken, ob da drin ein Secret ist. Nein, es ist kein Secret da. Ich speichere mal dazwischen, weil ich glaube, ich habe noch gar nicht gespeichert in dem Level. Ja, Door Protection FTW, ne? Ohne die wäre ich einfach gestorben. Ich meine, ich sah da schon relativ verwirrt aus. Ich glaube, diese Viecher heißen auch, glaube ich, Corporate. Oder? Wir gucken. Nein. Das da. Ach ja, stimmt. Das gab's ja nicht. Ich glaube, die hießen Corporate, die Viecher, die da rumspringen. Ach, ich bleib zweimal an dieser beschissenen Decke hängen.
Naja. Ich hoffe, da oben sind wenigstens Schuss. Ansonsten habe ich gerade 3 Schuss für Punkte investiert. Ich habe 3 Schuss. Nee, das lade ich jetzt nicht. Also, irgendwann mal wird es einfach lächerlich. Okay. Da wollte der Mann von Chikadi-Netzwerk einfach nicht sterben. Wollte sicher spielen. Und der Mann von Chikadi-Netzwerk sucht gerade nach dem ein oder anderen Segret, was er nicht findet. Mein kleiner Freund. Ja, hier scheint kein Gegner zu sein. Ah. Endlich mal wieder ein Secret. Was willst du von mir? Ich will ja nur gucken, ob hier auch ein Secret ist. Nein, ist es nicht. So, kann ich hier so rüberspringen? Ich frag mich gerade, ob man da auf normal so hochkommen würde. Auf dich kann ich ja nicht springen, ne? Wenn ich dich überhaupt mal treffen würde. Nee, du schubst mich nur. Na, aber das ist eine Stange. Da kommt man wahrscheinlich später irgendwie hin. So, dann müssen wir zurück. Und zwar dort, wo wir eben noch waren. Na, okay, da komme ich nicht mehr dran. Lass mir die Ruhe, mein kleiner, lieber Freund. Da habe ich ja Gott sei Dank schon alles aus dem Weg geräumt, als ich vorhin hier war. Okay, da oben befinden sich Schuss. Gut, meine Freunde der modernen und vor allem anspruchslosen Unterhaltung. Ach ja. Ist da auch so ein Corporal Pit? Habe ich ihn getroffen? Das ist jetzt die große Preisfrage. Ja, habe ich. Okay. Hä? Hölle. Ich habe kein Escape gedrückt, also verwirrend. So, wir sind wieder über 20 Shows. Das ist durchaus positiv. Positiv. Was ist da oben? Ich möchte wissen, was da oben ist. Nein, nein. Du! Ja, das Timing von diesen Corporates ist gerade nicht so gut. Genauso wie meine Stimme. Das liegt wahrscheinlich an einem mehrstündigen Livestream. Joa. Nein! Okay, das war die komplett falsche Reihenfolge, mein Freund. Hier, Mann von Chikadi-Netzwerk. Eigentlich wollte ich so einen Jump-Shot machen und praktisch hier so hier rüber springen und praktisch währenddessen nach unten schießen. Und ich habe schon ein bisschen... Habe ich auch gespeichert? Ja, ich habe da oben gespeichert. Nein. Ich habe... Dieser Clown! Jetzt bin ich in beiden Leveln mal gestorben. Dieser behinderte kleine Clown. Ach ja, hier waren diese Wässerchen. Meine Güte, dieser kleine vermaledeite Clown. Jetzt kann ich hier auf bessere Pattern hoffen. Und ich glaube, ich habe auch diesmal bessere Pattern. Was soll das? Ich drücke nicht Escape. Das ist schon das zweite Mal, dass das passiert. Also, Escape geht ja... Also,
hier in den Bildschirm zu kommen. Das Main-Menü geht ja nur über Escape. Und das habe ich nicht gedrückt. Irgendwie verarscht mich Dead in the Desert gerade so ein bisschen. War da ein Corporate? Ein Corporal? Nein, aber dafür ist hier einer. Die am Leben zu lassen ist halt ultra gefährlich. Ist da jetzt ein Secret? Was? Wirklich nicht? Die gehen mit solchen coolen Secrets nicht? Schrecklich. Es sieht so verdammt nach Secret aus. Eventuell ist hier dazwischen eins und man kann sich da reinfallen lassen. Ja, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich sehe da nicht, ob da noch ein Gegner ist. Hier ist auf jeden Fall gerade kein Gegner. Da unten ist auch kein Gegner. Dazwischen könnte auch was sein. Und ich verfehle! Ey, nicht verfehle! Ach Gott, meine Güte. Mann von Chicardi-Netzwerk, was war das denn? Mann von Chicardi-Netzwerk hat nicht gespeichert. Hat nicht gespeichert. Ehrlich gesagt gab es auch keinen Grund zu speichern. Ach Gott, meine Güte. Kann ich eigentlich noch die Punkte mitnehmen? Naja, fast. Wow. Das war knapp. Ja, sieht aber hier auch so ein bisschen nach Secret aus. Also diesmal springe ich nicht achtlos darüber. Weißt du, da bist du die ganze Zeit vorsichtig und bist es einmal nicht. Okay. Ich guck mal gerade, ob da rechts nicht doch ein Secret ist. Hier, da drin. Nein. Ah, da gibt's ja noch Schuss. Aha. Interessant. Nein, nein. Ach Gott. Also jetzt nimmt es Züge an, wo es nicht mehr lustig ist. Wir gucken uns dann mal erstmal da oben nochmal um. Ich weiß nämlich nicht, ob wir da ansonsten nochmal hinkommen. Ich glaube, da ist wahrscheinlich... Ich glaube, hier oben ist wahrscheinlich schon das Brexit. Gehe ich mal zumindest fest davon aus. Hier ist so ein Typ, der mich schon zweimal in den Tod gestürzt hat. Ah, ist halt die Frage. Ich würde mal sagen, ich speichere hier auf YouTube ab und nehme logischerweise das Secret mit. Jawohl, wir könnten eigentlich mal gucken, ob hier noch viel kommt. Beispielsweise vielleicht am Ende noch mal Schuss oder so. Wer weiß das schon? Würde ich nämlich dann doch gerne mitnehmen. Ah, wir befinden uns jetzt hier. Okay, dann würde ich mal sagen, da hier offensichtlich sonst nichts mehr ist, gehen wir zurück zu diesem duften Secret. Ich weiß gar nicht, ob bei dem anderen dann auch sowas ist. Die Wahrscheinlichkeit ist dann dementsprechend gering. So.
Weil ich gehe nicht davon aus, dass man zweimal hintereinander dasselbe Secret macht. Okay. Normale Plattform. Ebenfalls eine normale Plattform. Ah, sonst scheint hier nichts zu sein. Du schon wieder? Bring mich nicht schon wieder um. Oh nein, 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 nein. Die sind langsam, aber sie sind echt nervig. Das ist auf jeden Fall ein cooles Secret. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, ob ich das zuvor mal gefunden habe. Okay, ah, jetzt bin ich wieder hier. Interessant. Jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal gehen. Okay, ich hab eigentlich damit gerechnet, dass es hier dann ein alternatives Exit gibt. Deinen Namen gucke ich auf jeden Fall nochmal nach. Du. Deinen Namen werde ich mir zukünftig auf jeden Fall merken. So, wir sind über eine halbe Stunde. Ich würde mal sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Wir gucken uns nur noch ein bisschen um, wo wir als nächstes hingehen. Hier können wir, glaube ich, nur rein später. Also wir können jetzt schon ein Level oder so da drin machen. Aber wir gucken erstmal hier oben. Und wir sagen, dass genau das Level hier, ne? Ich glaube, es ist auch das letzte, das hier. Wir bekommen ja auch etwas, was wir da unten benötigen. Von daher setzen wir hier an. Und würde dann sagen, ich mache an dieser Stelle raus. Grüßt mir die Sonne und macht's gut. Thank you.